Ich grüße Sie ganz herzlich heute am 4. Mai 2021. Ich schwitze jetzt und zwar genau deshalb. Genau deshalb schauen, welche Unwetter es geben wird. Ich schwitze jetzt und zwar genau deshalb. Genau deshalb. Ich bin die erleuchtete Frau aus den Prophezeiungen und ich darf nicht schwitzen. Das heißt dann immer, ich habe Seelen aufgenommen. Als Medium arbeite ich immer nur mit Seelen. Jesus, das wird ja immer schlimmer. Seit einer halben Stunde habe ich das jetzt. Klitschnass. Das kommt so rausgeschossen. Und das habe ich lange nicht gehabt. Das heißt, jetzt ist das noch am Regnen. Da habe ich auch dran gearbeitet. Das habe ich lange nicht gehabt. Habe ich immer wieder, meistens im Sommer. Boah, das kommt dann hier, Solarplexus. Thank you.
dass die daraus genommen wird. Lieber Erzengel Michael, bitte. So, Erzengel Michael ist jetzt da. Er hat die Seele am Wickel. Bitte schneide die Ursache ab, den Abfall von ihr. Ich bitte darum aus tiefstem Herzen. Ich frage jetzt Jesus, warum ich so geschwitzt habe. Heiliger Jesus Christus. Das habe ich lange nicht gehabt. Er sagt, du hast Seelen aufgenommen, die müssen weg jetzt. Die konntest du vorher nicht abbauen, weil die Bedingungen nicht erfüllt wurden. Und deshalb machen wir das jetzt. Die Seelen müssen weg. Die hast du schon die ganze Zeit. Du weißt, was du alles... Also ich sag jetzt das, was er mir sagt, ne? Du weißt, was du zu tun hattest die ganze Zeit über. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt können die weg wieder. Ich bitte darum, dass das Wetter nur so ist, wie Gott es will. Jesus sagt, du bist die Göttin Isis, also sorge bitte dafür, dass die Bauern gut klarkommen. Andere tun das nicht. Dafür bist du überwiegend zuständig. Wirst du sehr attackiert? Das wirst du nur noch zu sehr attackiert? Dann haben alle Probleme in der Welt. Das musst du abbauen jetzt mit meiner Hilfe. Du schaffst das. Dann kann ich auch kommen zu den Menschen. Sonst nicht. Sonst muss ich warten, bis Gott sagt, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt will ich es so. Wenn die Menschen dir nicht helfen, müssen wir alles alleine tun. Wir versuchen, positiv zu sein. Oh, ich habe hier so einen Entenschwanz. Egal. In Italien kommt was. Venedig sehe ich. Hochwasser, Sturm auch in Norditalien. Gardasee. Der kommt ganz plötzlich. Man weiß, also es ist stürmisch, aber das wird schlagartig schlimmer, weil ich sehe Surfer auf dem Gardasee und die sich sagen, ach, das bisschen Sturm macht uns gar nichts. Und dann kommt aber so ein
Cash oder was weiß ich, wie ich das sagen soll.1 Uhr, 13 Uhr. Martina, kaum machbar, wie sie uns bei einem Fotoshooting erzählt. Es tut einfach unglaublich weh. Und natürlich, wir So, das FaceTimen war jeden gestern Tag, schon auf aber das ersetzt Exklusiv natürlich und nicht das die ist Dauer. jetzt Körpernähe. 12 Uhr Und ab und zu Mittag. dann halt auch mal Um die Tränchen. Einen kleinen 13 lichten Uhr Blick gibt's noch aber. Am einmal. 25. Mai hat Damian Geburtstag. Da will Silvi ihren Sohn Die hat endlich den, glaube ich, sehen. Und seit dann wird 15. sicher noch Oktober mal nicht mehr trainiert. gesehen. So hat sie's, habe ich das gestern mitgekriegt. Frontkamera-Selfie, das Naturburschenbild und das etwas in die Jahre gekommene Foto in Akademiker. Auf dem Date So, ich gemacht, mache wieder aber auch aus. für Der ewig. Fernseher dient als Der arme Beweis 40-Jährige wegen kassiert einen Korb. Venedig Und zwar von dieser Hochwasser. Dame hier. Wie sie nämlich jetzt auf TikTok erzählt, hielt sie Bens Profil nach dem Match für Fake und löschte ihn wieder. Doch so leicht lässt sich ein Ben Affleck nicht abwimmeln. Er schickt ihr angeblich diese Videobotschaft. So. Okay. Und wegen Gardasee.